Moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Geist. Heute zeige ich euch ein Unlimited Glitch Video. Und zwar müsst ihr einfach nur warten, bis ihr den Win bekommt. Bis da steht epischer Sieg. Ihr müsst wirklich nichts machen, außer zu warten. Und zwar müsst ihr dafür erstmal bei Slurpy Swamp landen. Ich glaube, Slurpy Swamp heißt das, ja. Seht ihr auf der Karte, das ist hier unten, genau an dieser Position, da wo dieser Abwasserschacht ist. Alles, was ihr dafür machen müsst, Leute, ihr placet hier eine Wand und läuft dagegen. Geht ins Wasser rein und läuft dagegen. Guck, ich verliere Leben. Jetzt verliere ich gerade Leben. So, guck, wie schnell sich das jetzt auflädt. Sobald ihr blau aufleuchtet, Leute, ihr müsst einfach straight gegen die Wand laufen. Ich zeig's euch nochmal. Guck, ich verliere hier wieder Leben, ich verliere ein bisschen mehr Leben. Guck mal, wie schnell sich das aufladet. Ihr müsst einfach nur straight gegen die Wand laufen, so dass ihr blau leuchtet und ihr steht einfach. So habt ihr den God-Mode. Epic hat's wieder geschafft, so einen Glitch wieder reinzubringen, Leute. Aber was erwartet man? So, ihr seht, im Wasser normal gibt's nur einer Ticks. Aber wenn ihr so gegen die Wand läuft und blau aufleuchtet, fühlt sich das direkt wieder auf und ihr kriegt sogar noch Schild dazu. So, und das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist wirklich warten. Ich spule mal ein bisschen vor, Leute, weil ich glaube, ihr wollt euch das jetzt nicht die ganze Zeit anschauen. So, ich lade mal ein bisschen. Yeah. So Leute, wie ihr seht, ich bin schon sehr lange in der Zone. Ich belebe immer noch. Mittlerweile habe ich sogar 163 Leben, 165 sogar. Schild habe ich dazu bekommen, anstatt zu sterben. Jetzt müsst ihr einfach nur warten, bis der epische Sieg kommt. Ah, und da war der Sieg. Jetzt sieht man das nicht, weil das Wiederholung ist. Aber der Sieg ist da. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.